Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Wir starten mal hier so ein Rundrennen. Relativ in der Nähe von dem Festival Horizon Mexico. So, wir schauen mal. So, wo starten wir denn überhaupt? Platz 8, glaub. Okay, wir fahren 3 Runden. Ich weiß gerade auch gar nicht die Schwierigkeitseinstellung und so. Müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen anpassen. Ein bisschen schauen. Vielleicht auch noch hier die Pfeile. Ich meine, ich habe, glaube ich, immer in den Kurven das nochmal drin gehabt, aber nicht komplett. Ich glaube, das könnte man ja so ausschalten. Oder teilweise ausschalten. So, oh! Fast hinten reingefahren. Ultimatives Überholen, sehr schön. So, lass mich mal hier vorbei. Uiuiui, Alter, da vorne ein Audi. Ich weiß noch, Horizon 4 bin ich auch damals schön immer. Hatte ich ganz am Anfang so einen Audi. War eigentlich gar nicht so schlecht zum Fahren, den TT. So, Alter, schon wieder hier ein Fähigkeitspunkt. Ja, okay, es geht teilweise relativ schnell. Aber klar, wenn man ein bisschen weiter sprach, halt auch einige Punkte für das Fahrzeug. So, Alter, wir sind immer noch in der ersten Runde. Ich bin gleich Platz 1. Also Schwierigkeitsgrad werden wir wohl sicherlich noch etwas hochstellen. So, Runde Nummer 2. Und wir sind vorne. Das ist ja natürlich sehr interessant. Aber ja, okay, können wir am Anfang mal erst noch ein bisschen schön reinkommen. Wobei es eigentlich ja ganz gut läuft. Ah, der war eigentlich rot, obwohl ich gar nicht gebremst habe. Hat es eigentlich gut gereicht. So, scheiße, halt ein bisschen blöd, wenn man halt vorne rumfährt, kann man nicht so viele Punkte sammeln für die Fähigkeitssterne. Okay, man kann ein bisschen gucken, dass man ein bisschen driftet. Wir sind ja relativ weit vorne. Straßenentdeckung. Hä? Ich bin doch vorher ja auch gefahren. Plötzlich entdecken wir nochmal was. So, Mini-Drift. Okay, ich muss natürlich gucken, dass ich nicht crash. Dann kriege ich hier dieses ultimative, saubere Rennen immer wieder. Und natürlich mit Driften so ein bisschen aufpassen. Weil wir rechts und links immer wieder so Straßenbegrenzungen haben. So, kleines Driftchen. Hier sind wir eigentlich weit genug weg. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie die Einstellung ist, aber wie gesagt, beim nächsten Rennen müssen wir das dann schon mal ändern. Müssen wir noch ein bisschen was anpassen, kriegen wir auch mehr Credits und so. Dass wir hier nicht so mit Leichtigkeit siegen. Also halt alles in der ersten Runde schon, sag ich mal, gesichert von den Plätzen her. Ja, dann fahren wir ja noch schön zu Ende. Wir sacken das Geld ein. So, was war das? Hervorragender Drift. Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass ich zu viel oder zu wenig reinfahre mit den Drifts. Aber das werden wir alles noch so hinbekommen. Vor allem, wir haben ja hier noch Standardwagen. Tune und so können wir den ganzen Dinger dann auch mal. Boah, fast ein bisschen zu viel. Ja, genau, jetzt verliere ich gleich noch. Okay, das war sehr peinlich. Der letzte Drift war einfach mega verkackt. Ah, Leute. Der war richtig verkackt. Ich schäme mich gerade. Wollte gerade sagen, vor allem 2 Sekunden, aber es war die beste Runde. 2 Sekunden war ich schneller in der beste Runde. Gibt's ja gar nicht. Training Achievement. Voll verkackt, oder wie? Schließe eine beliebige Horizon-Rennveranstaltung ab. Ja, genau. Bin ich auch. Oh Mann, oh Mann. Dreh am Rad.
beim Wheelspin. Ich dreh gleich auch am Rad. Du musst nur drehen. Ja, ich dreh gleich durch, Alter. 40.000 Credits. Leute, Leute. Der Schwierigkeitsgrad, der war einfach zu krass eingestellt. Oh Mann. Wie fandest du das? Nicht übel. Du findest alle neuen Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Viel Spaß. Na, halt die Klappe. Ich entdeck mal hier die Straße. Das kann ich wenigstens. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir hier. Oh, guck mal, es zeigt Gold an. Empfohlene Auszeichnung Horizon Mexiko Rundstrecke Profi, gewinne Horizon Rundstrecke Dinger. Okay, was ist da mit Profi? Also es gibt Anfänger und Profi. Ist das hier überall immer dasselbe? Es gibt also Punkte. Okay, das war ja hier das Rennen, wo ich gemacht habe. Aber wir können ja gerne einfach mal schauen, was da bei Profi passiert oder was wir da machen müssen. Würde mich jetzt mal schwer interessieren. Weil ich nur den einen Drifter am Ende verkackt. Und dann passiert so ein Rotz. Ist das Profi einfach nur auch einfach der Schwierigkeitsgrad oder? Schauen wir mal. Wir können hier erstmal nichts einstellen. Hier habe ich noch ein paar Fahrzeuge bekommen. Also den haben wir letztes Mal gewonnen. Den gab es ja dazu, den Bronco gab es dazu. Und hier der Senna, den Centenario, ich weiß nicht, der Ford GT, weiß ich auch nicht, der Porsche. War irgendwie, glaube ich, weil ich halt die anderen Spiele gespielt habe. Wegen Forza Horizon 4 Geschenke. Wobei das auch fast hier von Dings kommen kann, von Motorsport 7. Bin mir unsicher. So, wir fahren wieder mit dem Supra. Ah, das regt mich schon auf. Auf den letzten 10 Meter. Muss ich nur so einen Rotz machen? Gibt's ja gar nicht. So, wir gucken mal hier. Schwierigkeit, Digga, und Renneinstellung. Durchschnitt. Was haben wir denn hier? Ich würde mal sagen, was hat man Durchschnitt? Es ist die Frage, was ist das Pro? Was ist mit dem Pro gemeint? Muss ich da wirklich auf Profi fahren oder? Ich mache mal auf sehr erfahren. Vielleicht passiert dann was oder auch nicht. Was wollte ich noch machen? Hier machen wir nur mal die Bremshilfe rein. Das macht gar keinen Unterschied. Ich dachte sogar, es macht einen Unterschied. Das ist die Frage, das Pro, muss ich wirklich auf Profi fahren oder nicht? Es steht halt nicht richtig dran, oder? Oder ich muss auf Platz 1 sein. Kann natürlich auch sein. Dass ich erstmal Platz 1 sein muss. Erstmal hier ein bisschen Windschatten fahren. Oh, ich habe nur normal gebremst. Eigentlich wollte ich nicht driften. Ich wollte eigentlich so ein bisschen hinterherfahren. Dann hat er ein bisschen stärker gebremst als geplant. Ich bin auch ein bisschen früher vom Gas gegangen, aber dann macht er ja noch eine halbe Vollbremsung. Ja, wir haben 3 Runden. Come on. BMW-Vierer. Alter, immer hier die Deutschen. Zuerst der BMW so kacke, jetzt der Audi so kacke. Lass mich vorbei. Dankeschön. So. Wir müssen jetzt mal gucken, mal ohne großartige Drifts mal ein bisschen nach vorne kommen. Jetzt müssen wir schon ein bisschen arbeiten. Ein bisschen viele Positionen verloren. Ja, auch ein bisschen blöd gefahren. So, der BMW bremst ein bisschen blöd. So, neue persönliche Best-Dinger. 62.000, sehr schön. Da geht natürlich noch einiges mehr. Aber ich habe mich schon ein bisschen drauf konzentriert, die Kette hier aufrecht zu halten. Aber ich muss mich auch ein bisschen drauf fokussieren, dass ich natürlich Positionen gut mache. Aber zweite Runde, Platz 7, haben wir schon mal gut aufgeholt. Von Platz 8 haben wir gestartet. Zwischenzeitlich waren wir mal auf 12. Nee, auf 11. Nicht auf 12. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Runde noch so 2-3 beholen und dann noch auf 1 vorkommen. Sollte das ja ganz gut aussehen.
Achso, was ich mal gucken muss, ob Fortsaturn eigentlich auch wieder gibt, das direkt am Anfang verfügbar ist, oder ob ich, ja, vielleicht muss ich auch auf einen gewissen Rang hochkommen. So, oh, bisschen, ist ein bisschen weit rausgegangen. Sehr schön innen überholt. Jetzt haben wir hier so eine leichte Lücke. So, ah, da wollte ich nicht. Ja, ich wollte nicht in den Drift rein. Das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, glaube ich mal. Aber die da vorne sind so alle ein bisschen zusammen. So, hier sind wir gut durch die Kurve gekommen. Der Mercedes will vielleicht auch überholen. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Hier auch wieder ein bisschen sehr früh bremsen. So, Platz 3 sollte geritzt sein. Sehr schön. Jetzt haben wir noch Golfstart und Fundraiser da vorne. Alter, wo fährt denn der hin? Okay, macht ihr ja richtig zu. Na, wir bekommen sie beide. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Sehr erfahren, glaube ich. Sollte ja möglich sein. Guck mal, am Anfang habe ich den blöden Fehler gemacht. Jetzt sind wir relativ am Anfang von der dritten Runde vorne. Sind gut vorgekommen. Da sollte man auch auf Profi hochstellen können. Das ist die Frage, ob wir das jetzt auch noch machen müssen, um dieses zweite Aufgabending zu bekommen oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich dann generell auf Profi spiele, dann sollte das ja eigentlich easy sein. Wenn wir hier so relativ gut gewinnen. So, diesmal Platz 1. Nicht so wie die letzte Runde, hey. So, mal gucken, ob ich jetzt irgendwas Spezielles bekomme. Oh, was mich gerade noch auffällt. Ich muss noch meine Stimme, glaube ich, ändern. Das müssen wir auch noch einstellen. Okay. Jetzt ist die Frage, bekomme ich jetzt irgendwie so einen Hinweis oder muss ich, glaube ich, wirklich auf Profi das Rennen beenden? Das ist die große Frage. Oder kommt da noch irgendwas Schönes? So, Horizon Profi, nee. Okay, und wieso habe ich das jetzt bekommen? Also was war jetzt der Grund dazu? Jetzt ist das hier auch Gold abgehakt, Auszeichnung 2 von 2 abgeschlossen. Auszeichnungen ansehen, wie kann ich das anschauen? Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja okay, aber wie kann ich es ansehen? Hier kann ich nur so durchklicken, hier kann ich reinzoomen. Verdiene, was? Nee. Okay, das ist für mich jetzt noch so ein bisschen die Frage. Was haben wir hier? 300... Noch 30. Dann können wir hier einen Stern machen, so just for fun, aber die 330 werde ich ganz sicher nicht schaffen. Ah, ich könnte auch mit mir den Senna oder so holen. Oder den Lambo Centenario. Dann müsste ich das ja schaffen eigentlich, oder? Oh, 240 war, glaube ich, irgendwas. Wird aber auch ein bisschen schwierig. Boom! So, ja, okay. Ja, ist natürlich ein bisschen wenig, aber wir könnten ja neue gebrauchte Autos kaufen. Nee, Auto wechseln eigentlich. Wenn man sich überlegt, glaube ich, ist halt natürlich ein bisschen langweilig. Wenn man sich jetzt so überlegt, der Porsche hat sogar 888. Das ist ja noch nochmal mehr. Aber der hat Allrad. Das ist halt natürlich klar, dass man jetzt direkt am Anfang so ein krasses Auto hat. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Warte, ich fahr mal ganz nach hinten. Machen wir die Straße hier, glaub, fertig. Oh, schön Schild. Fast Travel. Hey, mi amigo. Das ist eine Schnellreisetafel. Zerstöre sie, um Schnellreisen günstiger zu erhalten. Zerstöre alle für kostenlose Schnellreisen. Alle. Alles klar. Aber ich glaube, das reicht hier natürlich noch nicht. Ich muss, glaube, von der anderen Seite kommen. Wenn ich mir jetzt anschaue. Okay, ich will hier hin. Hier ist gerade, hier geht's in die Ecke. Dann würde ich hier vielleicht noch hinfahren, dass ich hier die Ecke so einigermaßen mit Topspeed fahre.
Hat jetzt Centenary eigentlich nicht einen dynamischen Spoiler gehabt? Ah doch, jetzt hier. Ist er doch gerade oben. So, ich muss hier die Ecke fahren. Und hier so eine bisschen... Ist noch irgendwo eine Tafel. Hey Amigo! Schon fleißig am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken. Wo fährt der hin? Und verarschen. Okay, das ist natürlich geil. Geht hier auf die Offroad-Strecke oder wie? So, hier nicht hängen bleiben. Wäre ein bisschen peinlich. Oh, 330 wird auch ein bisschen knapp. Das müsste der aber, glaube ich, schon packen eigentlich, oder? Aber halt nicht auf die Dings. Müssen wir vielleicht ein bisschen tunen oder doch ein anderes Fahrzeug holen. Oder... Wir fahren irgendwie hier so gerade durch einfach. Oder wir kommen von da irgendwo. Können eigentlich von hier irgendwo kommen. Dass wir hier so auf der Strecke fahren. Hier so gerade durchbrettern. Aber hier haben wir ja auch schon so eine relativ lange Gerade. Naja, egal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.